Wie geht's dir? Mir geht's gut. Also alles fein. Ein bisschen müde von der langen Autofahrt von Hamburg hierher heute Morgen, aber entspannt. Ja, du warst ja jetzt in letzter Zeit viel in den Medien. Du hast nämlich ein revolutionäres Konzept ausgepackt, die 25-Stunden-Woche. Erzähl uns mehr, wir sind gespannt. Ja, 25-Stunden-Woche hört sich krass an. Das heißt ja auch bei vollem Gehalt und teils der Kräfte haben eine Gehaltserhöhung bekommen, auf ein volles Gehalt sozusagen. Ja, wie kommt man auf so eine schwachsinnige Idee? Ne? Das ist eine gute Frage, ja. Ganz einfach. Also ich habe eine Mitarbeiterin nicht gehabt, die habe ich immer noch, die am 01.01.2019 gerne ihre Arbeitszeit von 37 Stunden auf 29 reduzieren wollte. Und da habe ich gesagt, das können wir gerne machen, reduzieren wir das Gehalt. Ihr Sohn kam zur Schule im letzten Jahr und ich habe gesagt, weißt du was, wir lassen mal deine Buchhaltungsliste und deine Abschlussliste so, wie sie ist. Wenn du es nicht schaffst, dann sagst du mir einfach Bescheid und dann gucken wir mal, wie wir das verteilen. Sie sagt, ja, das ist in Ordnung, machen wir. Und ich habe das in unseren ganzen Checklisten halt gesehen. Sie hat das immer geschafft und da kam auch nie irgendwie ein Wort in den Monaten, dass das irgendwie nicht läuft. Und im Juli saßen wir zusammen, haben Abschluss nachgeguckt und dann sagte sie zu mir, oder sagte ich zu ihr, sag mal, Mareike, wie sieht es eigentlich aus mit deiner Arbeitszeit? Das klappt alles so, habe ich das Gefühl, und müssen wir was machen? Ach nö, sagt sie, mach mal, lassen wir so, alles gut, läuft gut, ich schaffe das alles in der Zeit. Ich habe sogar Luft nach oben. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja interessant, wie kommt denn das? Sagt sie, ja, weil ich das schaffen will. Und das fand ich so, das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich überlegt habe, also ich merke selber bei mir, am Nachmittag bin ich nicht effektiv, also da schaffe ich nicht mehr so viel produktive Arbeit. Und außerdem hat man ja sowieso in diesem 8-Stunden-Tag viele ja, Nebenzeiten, soziale Medien, private Gespräche, solche Geschichten. Und da habe ich überlegt, das kannst du eigentlich raffen, das ganze Thema. Und dann kam am 21.08. das Buch raus, die 5-Stunden-Revolution von dem Lasse Reingans, der in 2017 ein Unternehmen übernommen hat in Bielefeld, eine digitale Werbeagentur, die heute heißt Reingans Digital Enabler. Und dort hat er diese 25-Stunden-Woche implementiert, weil er aus einer großen Agentur kam und dieses Mühlenrad in der Werbeagentur so nicht mehr fahren wollte. Und das funktioniert bei dem seit über 2 Jahren hervorragend. Und das Buch habe ich verschlungen innerhalb von 2 Tagen am Wochenende. Und dann bin ich ins Büro und habe gesagt, Leute, ey, wie sieht's aus? Wollen wir das machen? Habt ihr da irgendwie, könnt ihr euch das grundsätzlich vorstellen? Ja, und da waren die natürlich erstmal begeistert. Weniger arbeiten, gleiches Geld, ist eine coole Sache. Natürlich. Ist natürlich super, da gehört aber noch ein bisschen mehr zu. Da muss man also auch ein bisschen dran arbeiten an dem Thema. Und das haben wir dann gemacht. Und ich habe das dann ganz simpel gemacht. Ich bin Apple-Produktkunde. Und da gibt es ja diese schöne Familienfreigabe. Ich habe also meine Familie aus der Freigabe herausgeschmissen, meine Mitarbeiter alle eingeladen. Und meine Mitarbeiter mussten die gleichen Bücher hören und lesen, digital, die ich zu dem Thema mir zur Rate gezogen habe. Ja. Weil ich wollte, dass wir das auf Augenhöhe bestimmen, dieses Thema. Also wir haben das schon basisdemokratisch entschieden, dass wir das auch gemeinsam wollen. Weil ich glaube, das funktioniert nicht, wenn du 5 Leute hast und 3 sagen, es geht nicht. Also du musst schon das Mindset herstellen, dass auch alle das so sehen, dass es so funktioniert. Alle müssen mitziehen. Alle müssen mitziehen, genau. Und das haben wir im Prinzip gemeinschaftlich dann seit August entwickelt und haben einen Kanzleileitfaden entwickelt und eine Arbeitsstruktur, wie wir also so einen Tag begehen wollen. Ganz viele Anregungen auch von dem Lasse Reingans übernommen, die ich auch gut finde, weil die halt auch funktionieren. Das fängt ja schon mal an. Ich meine, das hat ja jeder im Büro. Du hast diese blöde Outlook-E-Mail-Benachrichtigung unten rechts im Fenster. Die lenkt ja immer von der Arbeit ab. Also das ist zum Beispiel ein zentraler Punkt ausgestellt. E-Mail-Zeiten morgens und kurz vor Feierabend und nicht mehr zwischendrin. Also es gibt viele empirische Studien zu dem Thema Arbeitszeit und im Schnitt besagen die aus, dass man 40% nicht effektiv arbeitet. Dass die einfach verloren gehen für Reden, soziale Medien, private Gespräche, die Familie nervt dich am Telefon, der Mann ruft an, kauf was ein, sonst was. Also alle solche möglichen Themen, die führen eigentlich zu dieser Ineffektivität. Und was man nicht vergessen darf, wenn du 8 Stunden lang arbeitest, du arbeitest ja nie Vollgas durch. Du arbeitest ja vielleicht mit einer 60-70%igen Belastung. Und wir machen das jetzt anders, wir schmeißen diese soziale Scheiße einfach im Mülleimer. Und wir drücken das Gaspedal in den 5 Stunden von 8 bis 13 Uhr ein bisschen mehr durch und kommen so auf gut 90% Arbeitsintensität. Ja, es wird auch noch ein bisschen privat geredet, aber halt sehr eingeschränkt. Wir machen das halt in anderen Punkten. Wir gehen halt jeden Mittwoch essen zusammen oder wir kochen was zusammen. Wir machen Quartalsaufen. Also wir gehen einmal Quartal wirklich und hauen uns die Hucke voll. Ja, also solche Sachen, wo du halt wirklich soziale Punkte knüpfst mit den Mitarbeitern. Ja. Und wenn wir jetzt mittwochs essen gehen, das ist tatsächlich so, wir sind dann meistens um 12:45 aus dem Büro raus, 13:30 irgendwo im Restaurant. Und die letzten Male war es wirklich so, wir saßen immer bis um 3:30 zusammen. Und da kommen endlich diese tollen Gespräche raus, die du gar nicht in diesem 8-Stunden-Tag kriegst. Diese, was
denkt der Mitarbeiter eigentlich privat? Oder da kommen auch tolle Ideen für die Kanzlei raus, also die man so in so einem 8-Stunden-Tag gar nicht definiert, weil man einfach das vertändelt, ja? Und man ist einfach mal beisammen. Ja. Es ist toll, also es ist ein tolles Gefühl. Also. Also die meisten Leute meinen tatsächlich, dass ihre Leute alle 8 Stunden effektiv arbeiten. Und das ist, glaube ich, der größte Irrglaube, den man hat. Das ist, glaube ich, da hat man eine falsche Brille auf. Dann kommt immer die Kritiken, ja, aber die 40-Stunden-Woche, ja, der 8-Stunden-Tag. Das in 8 Stunden schaffst du deine Arbeit, das schaffst du kürzer nicht. Und der Mitarbeiter ist angestrengter. Ja, mag sein, aber er hat auch 4 Stunden mehr Freizeit dann und kann sich erholen. Und das größte Problem ist eigentlich von den Leuten, die reden über eine Thematik, von der sie gar keine Ahnung haben. Ich frage dich mal, weißt du, seit wann es den 8-Stunden-Tag in Deutschland gibt? Da hast du mich jetzt komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Boah, gute Frage. Ich würde jetzt sagen, in den 60ern irgendwann? Ja, nee, und zwar nach dem Ersten Weltkrieg 1918. Sozialdemokraten, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften haben das erarbeitet und gesetzlich verankert im Arbeitszeitgesetz, dass 8 Stunden am Tag gearbeitet wird. Und interessant ist ja, die Leute reden über diese 40-Stunden-Woche, haben aber gar keine Ahnung, wo das herkommt. Das heißt, diese 40-Stunden-Woche ist 101 Jahre alt. Komplett veraltet, theoretisch. Komplett veraltet. Wir haben heute digitale Welt, industrielle Revolution 4.0. Und wenn man mal ganz, ganz weit zurückgeht, wo ist überhaupt 8-Stunden-Tag mal erfunden worden? Das ist 1854, haben es die Australier erfunden. 1856 haben es die Neuseeländer nachgemacht. Und dann passierte 30 Jahre in der Welt nichts. Und man glaubt es kaum, ein deutsches Unternehmen hat 1884 als erstes Unternehmen der westlichen Hemisphäre den 8-Stunden-Tag eingeführt. Und das war die gute alte Degussa, der Edelmetallhändler. Ja? Die haben 8-Stunden-Tag eingeführt und waren damit wirklich so der hotte Scheiß, was heute Apple ist oder sowas. Ja? Und eigentlich der revolutionäre Transformator dieses 8-Stunden-Tages ist Henry Ford, der die Fließbandarbeit erfunden hat. Der hat einfach festgestellt, die Leute haben ja früher 16 Stunden am Tag gearbeitet, du kannst nicht 16 Stunden am Fließband stehen, fällst du um. Also hat er 2 Schichtsysteme eingeführt. 8 Stunden die eine Schicht, 8 Stunden die andere Schicht. Frühschicht, Spätschicht und irgendwann 3 Schichten, ne? Genau. Und was war seine Intention noch, um das einzuführen? Er hat sich gesagt, wenn meine Mitarbeiter Freizeit haben und auch gutes Geld verdienen, was sie alle bei Ford getan haben, dann können sie sich auch mal ein Ford T-Modell leisten. Und wenn Sie sich mal ein Ford T-Modell leisten, dann fahren Sie mit dem Mobil durch die USA und was ist Werbung das? In eigener Sache? Werbung in eigener Sache, genau. Und Nachfrage erzeugt Nachfrage erzeugt Nachfrage. Das war das Konzept von Ford. Also der war schon sehr revolutionär damals. Und der hat es eigentlich so salonfähig gemacht. Und dann ist es halt ausgerollt worden. Aber wie gesagt, es ist eine alte Zeit, es ist eine industrielle Zeit. Und wir sind heute in einer digitalen Welt. Und ich glaube, und ich behaupte ja nicht, dass dieser 8-Stunden-Tag, der 5-Stunden-Tag, die 15-Stunden-Woche, dass das für jede Branche passt. Das geht halt nicht in der Pflege, das geht halt nicht im Krankenhaus. Ja. Das würde nur gehen, wenn man Personal aufstocken würde. Und das würde unser Sozialsystem zum Kollabieren bringen. Das würde nicht funktionieren. Oder wenn du im Vertrieb bist oder wenn du hier eine Messe hast. Da kannst du nicht sagen, ich gehe um 13 Uhr, Messe ist vorbei. Ja? Ja. Das ist ein Tagesgeschäft, das geht dann halt nicht. Aber es geht in ganz vielen Branchen. Und ich möchte einfach nur aufrütteln. Ich möchte die Leute so ein bisschen anregen, dass sie darüber nachdenken, dass man mal andere Gedankengänge bekommt zu dem Thema. Und ich möchte für mich und meine Mitarbeiter ein schönes Arbeitsleben haben. Ich möchte, dass das im Einklang steht. Also man merkt schon, dass die Arbeitsbelastung in den 5 Stunden ist natürlich gestiegen. Was ich aber erst jetzt so nach 3,5 Wochen, wo wir es jetzt in dieser 25-Stunden-Woche offiziell testen. Wie lange nochmal? Seit dem 6. Januar machen wir das. Wir haben aber schon im November angefangen damit. Da waren wir aber nur den ganzen Tag im Büro und haben aber morgens in der Intention einer 25-Stunden-Woche gearbeitet, um uns daran zu gewöhnen, um dann so ein Testspiel zu haben. Und jetzt gehen sie ja wirklich um 13 Uhr nach Hause oder um 12:45, wenn jetzt mal was länger ist oder sowas. Aber die sind fokussierter, die Mitarbeiter. Also fokussiert. Also wir machen morgens ein Stand-up, 7:45 bis 8:30. Und da wird wirklich, also wenn du dabei sein würdest, du würdest das als unfreundlich empfinden. Das ist ein sehr scharfer, staccatoartiger Ton. Ja, das ist eher wie eine Lagebesprechung bei der Polizei vom irgendwelchen Weltklimagipfel oder sowas. Also da wird nicht kusch gekuschelt. Und dann wird ausgeschwärmt und gearbeitet. Und ich bin jetzt letztens ins Büro der Mitarbeiter gegangen und hatte was verkündet, was ich vergessen hatte zu sagen in der Besprechung. Und die eine Mitarbeiterin hat gar nicht mitbekommen, dass ich ins Büro gegangen bin. Also die war so fokussiert auf ihre Arbeit. Und das war die, die sich immer ablenken hat lassen von allem. Ja, weil die will es auch schaffen. Und die sagen schon, ja, sie sind auch angestrengt,
Aber sie sind glücklich, wenn sie dann gehen. Und sie haben halt diese Freizeit. Und was du nicht vergessen darfst, ich habe überwiegend Mütter mit Kindern, schulpflichtigen Kindern. Also. Ja, die haben alle eine indirekte Gehaltserhöhung von mir bekommen. Warum? Weil sie alle ihre Hortplätze gekündigt haben. Das kostet bei uns in Hamburg 400, 500 Euro im Monat. Da musst du Tausender verdienen brutto, um das dir leisten zu können. Das brauchen die nicht mehr. Also ich bin in den 80er Jahren groß geworden, meine Mutter hat gekocht, meine Mutter hat die Hausaufgaben beleitet, es war immer jemand da. Bei uns in der Klasse gab es so drei Schlüsselkinder, die wurden immer mitleidig angeguckt, da waren die Mütter am Arbeiten. Und das waren auch die Familien, die erst Mikrowellen hatten, ja, weil die Kinder sich selber das Essen machen mussten. Ja. Und ich finde es doch ganz schön in der heutigen Zeit, dass die Kinder mal wieder Zeit haben mit der Mutter oder mit dem Vater, wer auch immer das ist, einfach Zeit zu verbringen am Nachmittag. Und guck dir doch mal vor den Dönerbuden die Schulhorden an nach einer Schulschluss. Ja, und die essen jeden Tag so einen Döner mit Pommes. Das ist doch nicht gesund. Also ich würde sagen, ich tue auch was für die Gesundheit. Also ich glaube schon, dass das einige einführen werden. Vielleicht nicht die 25. Ich habe ganz viele Anfragen, Beratungsanfragen von anderen Beratern, die ich jetzt über Veranstaltungen kennengelernt habe. Ich habe in der nächsten Woche mit einer Kanzlei ein Gespräch aus Detmold. Die kommen zu mir hoch mit den Partnern. Alles gut. Und der war ganz scharfer Kritiker und hat mich wirklich auseinandergenommen. Ich konnte das auch ganz gut parieren. Und er rief mich an und sagte, Erich, mich lässt das Thema nicht mehr los. Und wir führen nicht die 25 ein, aber wir machen eine 4-Tage-Woche, 32-Stunden-Woche. Und ich brauche von dir nochmal Support, was muss ich beachten. Und das finde ich doch toll. Es muss doch nicht die 25 sein. Das ist mein Projekt, was ich für mich definiert habe. Ein anderer macht die 30, der nächste sagt, ich mache 20. Ey, schön, wenn es klappt, mach es. Und der nächste sagt, ich mache eine 4-Tage-Woche. Ja, also du kannst es ja definieren, aber du musst nicht, aber ich finde, wenn man darüber nachdenkt, habe ich schon viel erreicht. Und ich glaube, es wird schon die Runde machen und wie gesagt, wir sind da medial, rollt mittlerweile die Maschine an, Radio, Interviews, NDR Fernsehen ist da auf der Pipeline. Und also da kommt schon einiges jetzt ins Rollen und das wird da breiter getreten. Denn, ne? Und zumal wir das halt in der Steuerbranche halt publizieren. Also jetzt der Lasse Reingans hat es ja für sich in der Werbeagentur gemacht und das ist ja eine hochvolatile Arbeit. Das ist schon sehr erstaunlich, dass der das geschafft hat. Ja, klar. Der hat natürlich eine riesige Presse damals bekommen. Aber ich sage mal so, ich in meiner Steuerbranche mache das jetzt mal so und da bin ich jetzt mal der Vorreiter. Ja. Und das ist für die Leute sehr interessant. Aber ich sage auch, wir gerade sind doch prädestiniert für so eine Thematik, weil wir noch so eine strukturierte Arbeit in der Kanzlei, dass wir das doch so gut takten können, besonders durch die Digitalisierung. Das ist doch super. Das kannst du doch alles ideal planen und teilen. Also ich glaube, wir sind gerade prädestiniert für so eine Arbeitszeitverkürzung. Man muss es nur wollen. Also man muss das auch mitgehen und man muss sich auch mal öffnen. Also ich glaube einfach, dass der Mensch, das ist ja in wirklich Jahrzehnten geprägt, das ist also in unserem Bewusstsein drin. Und vergleich das mal mit dem Zahnarztbesuch. Du gehst, deine Mutter hat dir Zähneputzen beigebracht und nach irgendwie 3 Wochen konntest du das irgendwie selber und der hat dir das kontrolliert und dann ist das irgendwie gelaufen. Und jetzt gehst du mit 25 Jahren zum Zahnarzt und dann sagt dir, ey, das war irgendwie doch nicht so gut, wie du geputzt hast. Und übrigens musst du auch noch deine Zwischenräume immer jeden Tag machen mit der Bürste. So, und jetzt überleg mal, wie lange brauchst du dafür, bis du das implementierst, bis das funktioniert. Ja, also das hat was. Das ist eine reine Gewohnheitssache. Und ich glaube einfach, das MIT hat in 2014 eine Studie anfertigen lassen zum Thema Gewohnheit. Und da hat man herausgefunden, dass eine Gewohnheit zwischen 21 Tagen und 250 Tagen dauert, die zu implementieren, nach Schwierigkeitsgrad. Der durchschnittlich bei 66 Tagen. Ich sag mal, eine einfache Gewohnheit ist, für diese Kamera bedienen zu können. Dafür brauchst du 3 Wochen, dann hast du das drauf. Abgabenordnung zu lernen im Steuerrecht, brauchst du für 250 Tage, bis du das so sattelfest hast. So, und ich glaube, das ist das auch. Du musst anfangen, eine Gewohnheit zu machen und dann musst du sie aber auch durchführen, die Gewohnheit. Und wenn du dann irgendwann das durchbrochen hast, dann klappt das auch. Und ich glaube, das ist mit diesen Gedanken so. Das ist immer schon so gewesen. Das ist so ein Urgedanke, der einfach weitergegeben wird. Man arbeitet 8 Stunden am Tag. Ja, und daran wird festgehalten, da rüttelt auch keiner dran. Und du hast es tatsächlich dann geschafft, einfach mal zu sagen, yo, ich fange jetzt an und mach das jetzt einfach. Genau. Ich habe einfach das für mich durchbrochen. Ich habe auch andere Lebenserfahrungen. Ich habe nicht immer viel Glück im Leben gehabt und auch viele gesundheitliche Probleme selber gehabt und meine Frau auch. Und wenn du denn da so mit solchen Themen konfrontiert wirst, dann denkst du mal über das Leben anders nach. Ne? Also das ist schon so ein Punkt. Das Leben ist kurz, ne? Also wir sind nicht so lange hier auf dem Planeten und wir beschäftigen uns mit Themen, das ist manchmal unsinnig einfach. Und das ist für mich jetzt der Punkt, wo ich jetzt
bin ich gesagt habe, nee, ich muss mein Leben ein bisschen ändern, meinen Ansatz. Und auch die meisten Steuerberater, und damit werden die mich hassen für, wenn ich das sage, die sind doch alle gewinngetrieben. Die wollen doch alle den maximalen Gewinn haben, den schicksten Wagen, da werden die Steuerfachangestellte ausgepresst und so weiter und so fort. Ja? Das ist doch einfach so, das muss man mal auf den Punkt bringen. Ich brauche einen gewissen Gewinn zum Leben, ja. Und das ist sicherlich weit mehr als der Durchschnitt, den andere Menschen zur Verfügung haben in Deutschland. Ja. Aber ich kann darüber hinaus auch sehr gut abgeben. Meine Mitarbeiter haben alle einen Firmenwagen, meine Mitarbeiter haben alle ein iPhone, alle 2 Jahre neu. Die haben alle ein iPad Pro und die haben alle einen personalisierten Apple Pencil. Und das ist mir scheißegal. Wir haben einen Masseur eingestellt und einen Sportlehrer. Und ja. Das läuft. Sehr gut. Ja, das läuft alles. Ich gebe gerne ab, aber wenn meine Mitarbeiter zufrieden und glücklich sind, ja, und dennoch noch die 25 haben, ja, da kann die Top-Kanzlei aus Hamburg-Neuer-Wall anrufen. Die gehen da nicht für 1.000 Euro hin mehr, ja, im Gehalt. Monat. Das ist es denen nämlich nicht wert. Ja, das ist ja quasi so die ultimative Work-Life-Balance, so genau, habe ich jetzt das Gefühl. Nee, das ist nicht eine Work-Life-Balance, das ist eine One-Life-Balance. Das ist eine Einheit. Das verschwimmt, die Arbeit ist schön, das Leben ist schön und das kriegen wir im guten Prozess alles schön hin.